Restaurantatmosphäre herrschte am Freitagabend in der Dessauer Marienkirche und dürfte bei manchem Besucher Erinnerungen an den Juni 1990 geweckt haben. Beim Italiener hatten damals die Wirtschaftsunion Dessau sozusagen das Licht der Welt erblickt, die mit ihrem runden Geburtstag nun endgültig die Teenagerjahre hinter sich gelassen haben. 20 Jahre ist schon eine gute Zeit, wo man zurückschauen kann, wo wir sagen, wir haben kontinuierlich die Interessen von jungen Unternehmern, Führungskräften bis 40 vertreten, haben ein Netzwerk aufgebaut und kontinuierlich auch konstante Mitgliederzahlen gehalten, sodass wir auch innerhalb dieser ganzen 20 Jahre zahlreiche Projekte schaffen konnten, durchführen konnten und damit auch die Stadt im wirtschaftlichen und sozialen Bereich unterstützen konnten. Der Einsatz für die Allgemeinheit ist sozusagen ein Markenzeichen der Jungunternehmer, beispielsweise in Form der jährlichen Tierpark-Olympiade in Kooperation mit der Sparkasse. Mit der Aktion Ein Tag Chef geben die Wirtschaftsunion zudem Einblicke in den eigenen Alltag und zeigen damit gleichzeitig, dass auch für Chefs nicht nur das eigene Unternehmen zählt. Das ist der Ansatz, dass wir sagen, wir haben Gleichgesinnte, die bereit sind, für die Stadt im sozialen, wirtschaftlichen oder auch im Bildungssektor was zu machen. Denn wir haben die Chance, selber für uns was zu machen, für unseren Nachwuchs was zu machen. Gerade wenn wir im Bereich Bildungsprojekte schauen, dass wir gucken und die Möglichkeit haben, selber uns den Nachwuchs aus dieser Stadt genauer anzuschauen, dafür zu sorgen, dass er gegebenenfalls auch, wenn er denn soweit ist, denn bei uns auch ausgebildet werden kann und dann auch mitarbeiten kann. Dass sich unter die Gäste vom Freitag neben Oberbürgermeister Clemens Koschik auch viele ehemalige Wirtschaftsjunioren gemischt hatten, zeigt, dass durch den Verein auch Freundschaften entstanden sind. Selbst wenn der 40. Geburtstag das automatische Ausscheiden als aktives Mitglied bedeutet. Nachwuchssorgen macht sich Sebastian Schneider nicht. Wir wollen weiterhin auf dem sozialen Sektor tätig sein, im Wirtschaftssektor und auch im Bildungssektor. Und dafür brauchen wir natürlich auch für die nächsten 20 Jahre immer wieder neue aktive Kräfte mit neuen Ideen, die uns unterstützen. Und ich gehe fest davon aus, wenn wir weiter so erfolgreich arbeiten, dann sind wir interessant für junge Unternehmer, für junge Führungskräfte, die kommen zu uns, werden eingebunden und dann können wir ähnliche, gute, erfolgreiche Projekte durchführen, wie wir es bisher getan haben. Und dann, denke ich auch, leisten wir einen entscheidenden Beitrag für unsere Stadt. Mit 20 hat ein junger Mensch gerade erst begonnen, mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Die Wirtschaftsjunioren Dessau haben es in dieser Zeit geschafft, sich zu einem Verein zu entwickeln, der aus der Stadt kaum noch wegzudenken ist.